Moin Leute, hier ist der neue Flo, das Original. Ich wünsche viel Spaß mit meinem Video. Let's go! Heute geht es mal nicht ums Radio, sondern um Fernsehen. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, aber 2020 wollen anscheinend die privaten Sender RTL und ProSieben und das Zeug SD abschalten. SD ist ja analog, Fernsehen, also kein HD quasi. Für Privatsender HD muss man ja zahlen, weiß man ja. Die öffentlichen sind ja offen, halt unverschlüsselt. Ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht mit ab 2020 ungefähr. Mit 2022, irgendwie sowas. Mit dem Fernsehen. Ich glaube, da wird sich einiges ändern. Weil, stell dir mal vor, die ganzen Privatsender RTL, ProSieben, Vox, weiß ich nicht, was gibt es denn noch? Super RTL, Tele5, Sport 1, blablabla, was halt alles gibt. Die wird es dann ohne HD gar nicht mehr geben. Also ich glaube auch nicht, dass die Leute dieses HD kaufen werden. Weil ich meine, warum sollte man HD kaufen? Klar, geilere Qualität. Aber und so, was Werbung angeht, ist auch nicht besser. Ich meine, sag mal so, wenn die HD-Sender, privaten Sender, weniger Werbung machen oder gar keine Werbung und Filme komplett zu Ende spielen und dann erst Werbung machen, dann sehe ich ja irgendwie einen Vorteil drin. Aber wenn es komplett normale Programme ist, nur halt mit besserer Qualität, dann ist es doch kein Vorteil, mal ehrlich. Von daher nehme ich an, wenn es wirklich so kommen sollte, dass die HD-Sender, also halt die privaten nur noch in HD senden und SD, also ohne HD, nicht mehr geben werden sollten. Ich denke mal, da wird das Fernsehen ganz schön ändern und da werde keiner mehr gucken. Ich meine, guck mal, die meisten, die gucken auch sowieso Online-Fernsehen, weil im normalen Fernsehen nur noch Rotz läuft heutzutage. Also ich gucke aktuell Servus TV. Ja, da läuft also viel mit Natur und so, finde ich ja schön. Ja. Ja, Geschmackssache. Ich gucke aber tatsächlich nur noch HD-Fernsehen, also die öffentlichen. Private Fernseher gucke ich gerade gar nicht mehr. Kommt nonstop Werbung, irgendein Schrott, Wiederholung, weiß der Geier was. Warum soll ich da die dann die privaten gucken? Mal ganz ehrlich. Ja. Das war eigentlich auch schon wieder zum Video. Ich wollte auch nochmal meine Meinung mal wieder geigen und ja. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint, wie es mit Fernsehen mal weitergeht und genau. Bis zum nächsten Video. Bis dann.